Ich habe es gerne gemütlich. Über den Mittag auf dem Sofa sitzen oder auf dem Sessel sitzen. Hört man mich? Ja? Okay. Gut. Es scheint manchmal die wärmende Sonne durch das Fenster und da kann ich mich entspannen. Auch am Abend oder am Sonntagnachmittags einfach sich aufs Sofa sitzen oder mittlerweile haben wir ein bisschen größeres Sofa, da kann ich mich sogar hinlegen und einfach genießen. Ein Buch lesen oder einen Film schauen und es ist einfach gemütlich. Kennt ihr solche Situationen? Und mit den Jahren denkt man sich, weißt du was, wir kaufen uns noch eine schöne Lampe, dann haben wir ein bisschen besseres Licht, dann braucht es noch eine oder die andere Pflanze dazu, dann sieht es noch ein bisschen wohnlicher aus. Und so schleichend wird es schöner, bequemer. Und man fühlt sich so wohl und man hat die Natur nach Hause geholt, da muss man gar nicht mehr nach draußen gehen. Man hat gar keine Lust mehr, nach draußen zu gehen, vielleicht sich zu bewegen und denkt, ach nein, es ist jetzt gerade so gemütlich, ich bleibe doch zu Hause. Und man hat ein gutes Leben, und man tut nichts Böses, wenn man einfach da sitzt. Und alles ist gut und ruhig und geordnet. Eines Tages kommt jemand zu Jesus und er hat eine brennende Frage. Und diese Geschichte lesen wir nun. Es steht in Markus 10, ab Vers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. In der jüdischen Literatur gibt es keine Stelle, wo jemand direkt als guter Meister angesprochen wird, generell nicht als gut angesprochen wird. Es ist kein Wort, das man braucht, für direkt mit jemandem zu sprechen, sondern immer nur, wenn man über jemanden spricht, kann man sagen, hey, das ist ein guter Mensch, das ist ein guter Meister, aber man würde es nicht direkt zu jemandem sagen. Und Jesus sagt dann deshalb genau, ja, nur Gott ist gut. Gott kannst du als guter Gott ansprechen. Und deshalb stellt ihm Jesus auch die Frage, weshalb nennst du mich gut? Gut ist nur Gott und sonst niemand. Und darauf hätte der Mann antworten können oder antworten sollen. Ich nenne dich gut, weil du Gott bist. Er antwortet aber nicht darauf. Und trotzdem gibt er Jesus die Autorität und die Achtung und den Respekt, dass er denkt, hey, ich stelle diesem Menschen eine so wichtige Frage und ich glaube, er kann sie beantworten. Und es ist ihm sehr dringend, weil er rennt auf Jesus zu. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist, dass eine erwachsene Person auf dich zugerannt gekommen ist und eine Frage gehabt hat.
Wir rennen normalerweise nicht mehr als Erwachsene oder viel weniger. Außer es ist gerade Zürich-Marathon. Und er fragt, was muss ich tun, für das ewige Leben zu bekommen? Und dann sagt Jesus oder zählt die 10 Gebote auf, also den zweiten Teil der 10 Gebote. Und in diesem zweiten Teil geht es um die Beziehungen zwischen den Menschen. Ehre Vater und Mutter, lüge nicht, stehle nicht, morde nicht, sei nicht neidisch auf andere. Das sind Gebote, die gut sind. Und sie sind nicht nur in der Bibel gut, sie sind auch in unserem täglichen Leben gut. Und sie sind eigentlich in jeder Kultur irgendwie verankert. Es ist nicht etwas sehr Besonderes. Egal, was die Kultur glaubt oder ob sie atheistisch ist, auf diese Gebote kann man sich einigen. Und diese Gebote zu befolgen, das kann man auch gemütlich auf einem Sessel machen. Ich kann gemütlich im Sessel sitzen und nicht lügen, nicht stehlen, nicht morden. Das ist kein Problem. Und der Mann kann antworten, hey, ich habe das alles befolgt. Ich habe alle diese Gebote befolgt. Er führt also ein gutes Leben. Und im Paralleltext schreibt Lukas, dass es nicht nur irgendein Mensch ist, sondern es ist ein Oberer. Das heißt, er ist wahrscheinlich ein Vorsteher von einer Synagoge und er hat auch Ansehen bei den Menschen. Also hat eine gute Stellung, ihm selbst geht es gut und befolgt die Gebote. Und dann geht Jesus einen Schritt weiter und er sagt, da heißt es, Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus sieht ihn voller Liebe an. Jesus sagt nicht einfach, oh, jetzt zeige ich dir, was du noch nicht hast, was du noch machen musst, dann wirst du schon noch lernen, auf die Nase fallen. Nein, er schaut ihn voller Liebe an. Dieser Mensch ist ihm wichtig. Und er sagt zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Jesus möchte von uns mehr, als dass wir einfach nur ein gutes Leben führen. Die ersten Gebote der 10 Gebote betreffen die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott. Das heißt, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Und der Mann geht traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Und in seinem Leben wurde wohl der Reichtum zu einem Götzen, der ihm wichtiger wurde. Der Wohlstand, die Sicherheit, das Ansehen wurde ihm plötzlich wichtiger als Gott. Und Jesus sagt ihm, hey, gib das alles auf und folge mir nach. Das ist kein ruhiges Leben, wenn man Jesus nachfolgt. Das ist nicht einfach nur gemütlich im Sessel sitzen. Und Jesus sagt, hey, ich laufe umher, folge mir nach. Und er geht traurig weg. Er will das eine, das er hat, diesen Reichtum, das will er nicht loslassen. Und ich glaube, es ist sogar ein Teil seiner Identität geworden. Ich bin das. Ich bin der Reichtum. Ich bin der Mensch mit diesem Ansehen. Wer bist du? Wie definierst du dich? Über deinen Wohlstand? Über deinen Beruf? Deinen Status in der Gesellschaft? Deine Gesundheit? Deine Familie?
oder über die Nachfolge von Jesus? Und ich glaube, dieser Text ist sehr, sehr herausfordernd für uns. Gerade in der Schweiz, wo wir so viel Wohlstand haben. Aber es geht nicht nur uns so, wenn wir das lesen, sondern auch den Jüngern. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Die Jünger sind bestürzt über das, was Jesus sagt, denn zu ihrer Zeit gab es eine Denkweise, eine Theologie, und diese gibt es auch in der heutigen Zeit noch sehr stark. Die Theologie ist attraktiv und sie zieht viele Menschen an, aber sie ist falsch. Die sogenannte Wohlstandstheologie oder Wohlstandsevangelium. Ich habe eine Statistik gesehen, die sagt, 25% der Megachurches in den USA leben diese Theologie vor. Also 25% der großen Kirchen. Ich habe leider keine Statistik zu Europa gefunden, aber es ist sehr ein weit verbreiteter Punkt. Und die Wohlstandstheologie sagt, Wohlstand, Gesundheit und ein geordnetes Leben in dieser Welt zeigen die Gunst von Gott auf. Das heißt, wer reich ist, darf sicher sein, dass Gott ihn segnet und dass der Reichtum von Gott kommt. Und es zeigt auch an, dass Gott ihn angenommen hat. Und sie ist teilweise in unserer Welt noch verbreitet, aber sie ist nicht neu. Auch zur Zeit von Jesus gab es genau diese Theologie. Diese Sichtweise, die einfach sagt, hey, Reichtum zeigt, dass du gut gestellt bist mit Gott. Und viele von diesen Gedanken kommen aus dem Alten Testament, wo immer wieder Menschen mit Wohlstand gesegnet sind. Zum Beispiel Abraham. Er glaubt an Gott und bringt es immer zu mehr Wohlstand. Er glaubt so stark an Gott, dass er bereit ist, seinen eigenen Sohn zu opfern, was er dann nicht tun muss, aber er wird immer reicher und reicher und reicher, weil er Gott vertraute. David vertraute Gott und er wurde vom Hirtenjungen zum König. Er hatte schwierige Zeiten in seinem Leben, aber schlussendlich wurde er König über ganz Israel. Hiob war reich, wurde arm, verlor seine Gesundheit, verlor alle seine Kinder und vertraute trotzdem auf Gott. Und er bekam seinen ganzen Reichtum zurück und er bekam auch neue Kinder. Ob neue Kinder ein Ersatz sind für die, die gestorben sind, da habe ich noch so Zweifel, aber es ist das, was in der Bibel geschrieben steht. Daniel wurde verschleppt ins Exil. Er vertraute auf Gott und stieg zum zweitmächtigsten Mann auf im Assyrischen und Babylonischen Reich. Und so gibt es viele, viele Beispiele in der Bibel. Und es hat sich die Vorstellung in den Köpfen festgesetzt, Gottes Segen und Wohlstand hängen zusammen. Und genau diese Vorstellung haben auch die Jünger in sich. Und hier revolutioniert Jesus ihr Weltbild und sagt, es ist anders. Die Jünger dachten, die von Gott gesegneten Menschen, das sind die Reichen, das sind die angesehenen Leute in der Gesellschaft. Und Jesus sagt auf, er sagt, passt auf, dass euer Reichtum nicht den Weg zum ewigen Leben versperrt. Wenn ihr nur an mich glaubt, damit ihr reich werdet, dann bin nicht ich Gott, sondern der Reichtum ist euer Gott und ich bin nur das Mittel zum Zweck. Der Umkehrschluss zu sagen, hey, reiche Leute sind generell schlechte Leute
ist ebenso falsch. Doch der Wohlstand darf uns nicht in den Kopf steigen und auch nicht Gott von der ersten Stelle verdrängen. Und die Geschichte geht noch weiter. Da sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte: Ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Jesus sagt, dass wir die weltlichen Dinge loslassen müssen und ihm nachfolgen sollen. Doch er beschenkt uns auch mit weltlichen Dingen. Aber sie sind sekundär. Sie dürfen nicht das Wichtigste sein. Er kann sie auch wieder wegnehmen. Und er betont sogar, wenn auch unter Verfolgungen. Das ist für uns schwer vorstellbar, dass wir Dinge bekommen und gleichzeitig verfolgt werden. Also ich stelle es mir sehr schwer vor, wenn du einen Acker bekommst und du willst ihn eigentlich bebauen und ernten, aber du wirst gleichzeitig verfolgt. Dann wird das mit dem Bebauen und Ernten wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Aber Jesus zeigt uns das trotzdem auf. Und das ist eine Frage, die ich noch habe, wie das geht, Äcker bebauen, wenn man verfolgt wird. Aber Jesus verspricht trotzdem, dass er für uns sorgt, dass er uns diese Dinge wiedergeben wird. Er sagt aber auch, dass Christen verfolgt werden. Das Leben als Christ ist nicht einfach ein gemütliches Dasitzen. Es ist nicht einfach nur gemütlich. Und das ist vielleicht schwierig für uns zu verstehen, wenn wir gerade selber in einem Land leben, wo der Wohlstand sichtbar ist und die Freiheit des Einzelnen mehrheitlich gewährleistet ist. Und dann lesen wir immer wieder von Verfolgungen. Und es ist nicht die einzige Stelle, wo Jesus von der Verfolgung spricht. Zwei Kapitel vorher, in Markus 8, Vers 34 bis 37, sagt Jesus: Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: Wenn jemand mein Jünger werden will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Sich selbst verleugnen bedeutet nicht, komplett sich aufzulösen, sondern es bedeutet, seine eigenen egoistischen Wünsche und Sehnsüchte abzulegen. Und Vers 36 zeigt es an, dass es nicht darum geht, möglichst Reichtum, Macht und Ansehen zu bekommen, also die Welt zu gewinnen, sondern dass wir Jesus nachfolgen sollen. Und was kostet diese Nachfolge? Jesus sagt, diese Nachfolge wird sich für uns lohnen. Doch er wird auch deutlich und sagt, dass diese Nachfolge Konsequenzen haben wird. In Johannes 15 und 16 schreibt Johannes auf, was Jesus sagt: Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat.
Und ein paar Verse weiter in Johannes 16 schreibt: Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen, in einer jüdischen Zeit, in einer jüdischen Umgebung. Deshalb spricht er da von den Synagogen. Aber auch in unserer Zeit gibt es den Satz: Es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Was kann die Nachfolge kosten? Alles Irdische. Unser diesseitiges Leben. Und trotzdem sagt Jesus, dass sich die Nachfolge für uns lohnen wird. Er sagt die Bedrängnis und Verfolgung voraus, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Der Glaube ist nicht einfach eine Schönwetterreise, die man gemütlich genießen kann, sondern ein Abenteuer, welches uns alles abverlangen kann. Und was bedeutet das konkret? Wir sollen erwarten, dass unser Leben nicht einfach gemütlich ist. Nicht einfach nur auf dem Sofa sitzen. Und wenn ich dies so sage, ist es sehr einfach für mich. Wenn ich mich in der reichen, ruhigen, friedlichen Schweiz befinde, in der ich selbst keine Verfolgung erlebe. Ich werde höchstens einmal schräg angeschaut oder vielleicht einmal ausgelacht, wenn ich über meinen Glauben spreche. Aber das ist nichts im Vergleich zu Menschen, für die diese Verfolgung nicht einfach hypothetisch ist. Es wäre möglich, dass du verfolgt wirst, sondern es ist in der heutigen Zeit eine bittere Realität. Für 360 Millionen Christen. Für jeden siebten Christen in der ganzen Welt. Für 20% aller Christen in Afrika. Und 40% aller Christen in Asien leiden unter Verfolgung. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich von Leuten lese, höre, dass sie verfolgt werden und trotzdem am Glauben festhalten. Und durch die Verfolgung teilweise sogar ihr Glaube gestärkt wird. Und ich bewundere diese Leute immer wieder und denke, würde ich das auch tun? Und ich weiß es nicht, wenn ich nicht verfolgt werde. Aber ich wünsche mir die Verfolgung ehrlich gesagt nicht. Aber was können wir tun? Wir können uns solidarisieren mit den Menschen, die verfolgt werden. Wir können einstehen für sie. Jesus sagt uns, was ihr für einen meiner Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Und das ist ein Punkt, wenn wir selbst nicht verfolgt werden, können wir denen helfen und denen beistehen, die verfolgt werden. Und eine der herausforderndsten Aussagen, die Jesus jemals gemacht hat, jedenfalls finde ich das eine der herausforderndsten Aussagen, steht in Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich habe schon gesagt, 360 Millionen Menschen werden verfolgt, weil sie Christen sind. Viele andere werden sonst unterdrückt oder in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt. Und wir möchten nun einen Fokus legen auf ein Land, auf den Iran. Die Schweizerische Evangelische Allianz hat einen so einen Gebetsmonat ausgerufen und wir möchten uns
daran beteiligen. Und Nicole wird uns die weiteren